Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Es ist heiß wie sonst was und heute eine normale Folge. Ich habe ja letztens erwähnt, dass irgendwie Anfang dieser Woche wir eigentlich mit einem Projekt anfangen, auf das lange gewartet wird, und zwar Versus Runs, nicht wahr? Das muss ich leider noch ein bisschen verschieben, so vielleicht kommt es noch diese Woche, aber ich will es auf jeden Fall demnächst rausbringen. Die ersten Versus Runs, ich habe da voll Bock drauf, gegen euch anzutreten. Und das ist auch spannend, es werden immer so Best of Three Races, denke ich mal, sein, damit das nicht so schnell vorbei ist, das Ganze. Damit ihr auch Spaß habt mit mir, nicht wahr? Und jetzt im Hardcore-Mode, schön Random Run. Ich hab Bock auf Azazel, weil ich schwitze wie sonst was. Es ist so warm hier, wenn man beleuchtet wird, auch noch vom Greenscreen. Wir bekommen wieder Eve, okay, das ist auch ganz nett. So, ihr wisst ja, die übliche Taktik, nicht wahr? Taktik, Maktik, so. Okay, so langsam merkt man es auf jeden Fall. So langsam brauche ich eine verdammte, wie nennt sich das? Eine Tiefkühltruhe, in der ich drin sitzen kann, und dort setze ich dann so ein Setup rein. Das wird dann so eine ganz große Tiefkühltruhe. Nein, was möchte ich haben? Ich möchte eine, wie nennt sich das? Oh Gott, der Sommer hat dieses Wort aus meinem Gehirn rausgeschmelzt, damit ich mir das nicht hole. Der Sommer will mich töten. Aber ich mag den Sommer. Ich mag diese Hitze. Ich bin nur gerade auch noch rumgetobt mit dem Hund, weil er, wenn Jana weg ist, dann ist er immer so traurig und weint und weiß nicht, was er tun soll. Und da bin ich mit ihm rumgetobt, vom Zimmer zu Zimmer hin und her gelaufen. Ja, das ist schon mal genug Sport für dieses Jahr. Und was haben wir hier drin? Oh, das ist ein schönes Item. Blau oder rot, blau oder rot. Wir kriegen natürlich gelb, aber ich werde eh gleich Schaden nehmen. Wow, what the fuck, bist du schnell unterwegs. So, auf jeden Fall eine Klimaanlage. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Irgendeine dämliche Klimaanlage. Ich weiß aber nicht welche, und ich... Oh, ein Ventilator ist irgendwie ziemlich kacke. Der ganze Raum muss einfach nur abgekühlt werden. Irgendwie... Scheiße, Mann, es wird immer schlimmer jetzt hier gerade. Huh. Also, wenn ich jetzt meinen Streak verliere, dann wisst ihr, wer schuld ist, nicht wahr? So... Tschüss, tschüss und tschüss. Gut, leider nichts Besonderes drin, aber wir haben ein rotes Herzchen. Das ist sogar sehr gut, denn wenn wir gleich nicht die Aura bekommen, die ich haben möchte, können wir uns nochmal verletzen und, ja. Beziehungsweise erstmal in den Zacki-Zacki-Raum reingehen und hoffen, dass wir dort vielleicht ein schwarzes Herzchen finden oder rote Kisten mit blauen Herzchen. Wir müssen Hure werden. Das ist das Ziel von Eve. So, komm mal her, Little Monstro. Ich hasse dich, Mann. So, der ist immer so flott unterwegs und... Manchmal weiß man nicht, was er jetzt als nächstes tut, und boom, plötzlich ist er Indie und spuckt dir ins Gesicht. Ich hasse Little Monstro. Voll der Dreck, sagt man. Voll der gemeine Bub. So, ich hoffe, es ist jetzt alles richtig eingestellt und man hört mich. Ich habe gar nicht geguckt, wie ihr jetzt das andere Mikrofon fandet. Plups. Zack, zack, zack. Aber ich habe mal kurz reingehört und so schlimm klang das jetzt nicht. Es klang irgendwie, ja, jedes Mikrofon ist halt besonders und man muss es irgendwie an seine Stimme anpassen. So. Oh Gott, ich schmelze hier langsam. Ich muss die Webcam auf schwarz-weiß setzen oder den Weißabgleich auf ganz rot, auf ganz warm. Dann sieht man nicht, wie rot ich werde. So, oder eher auf ganz blau, damit ich ganz kühl aussehe, ganz cool, nicht wahr? Dann sagt er die ganze Zeit, hey Holly, du siehst verdammt cool aus. Wie kriegst du das hin bei diesem Wetter? Oh Mann, ey, ich wünschte, ich wäre genauso ein cooler Isaac-Spieler wie du. Hier könnte auch etwas drin sein, ein blaues Herzchen oder sowas. So, oh, gestern im Livestream, da hat mich Overwatch wieder fertig gemacht und ich war so mad, dass es mir jetzt voll unangenehm ist, irgendwie live zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich gerade streame oder nicht, aber ob ich mich noch einmal fremdschäme, einen Tag lang. Und morgen wieder anfange, weil Overwatch, weißt du, wir haben Eden Streaks gemacht, wir haben 30 erreicht. Alles war super und dann so, ich dachte mir, voll motiviert gehe ich jetzt an die Sache ran. Wollte ich mit Zombie Overwatch spielen? Bumm. Im ersten Match direkt ein Troll, nur weil es einmal kurz nicht funktioniert. Dann im nächsten Match wieder ein Troll. Wieder ein Troll. Oh, und ich war so fick und fertig, ey. Das war unglaublich, Mann. Das war unglaublich. Ich habe dann auch noch privat gespielt. Und nachdem ich nur verloren habe, habe ich gestern 4 oder 5 Matches gewonnen und bin jetzt bei 3420 mit den Points. Ja, ich habe gestern nochmal nach dem Stream privat gespielt, weil ich mir dachte, nein, das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dachte ich mir. So, und es hat tatsächlich gut funktioniert. Und jetzt haben wir schön Tiers ab. Sehr schön. Und hier kein blaues Herzchen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut, Mann. Ich könnte aber das hier mitnehmen und Trinkets fressen vielleicht. Wie wär's damit mal? Einen ganz anderen Run. Was ist das hier? Das ist AWOS leider. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung, aber ich sag nein. Ich nehme auf jeden Fall das hier mit, damit ich mein Trinket fressen kann. Und ich glaube, ich verzichte auf War of Babylon, weil ich möchte jetzt kein One-Hit werden. Wir haben jetzt ein bisschen Tiers abbekommen, das ist schon mal sehr schön. Auch wenn jetzt in unserem Fall ein Damage-Boost besser wäre. Ne? Gut, dann lass uns jetzt mal den Boss bekämpfen. Wer ist das? Es ist Duke of Flies. Das ist wunderschön, dass wir Tiers ab haben. Da kommen wir jetzt schnell durch an ihn. So, und ich glaube, ich lege sogar eine Bombe, die nicht trifft. Oh, Verschwendung, pure Verschwendung, weil er so komisch rumfliegt. Ey, was ist los mit dir? Was ist falsch mit dir, Mann? Was geht ab mit dir, Mann?
So, zack, 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 zack. Ich hoffe, die letzten Folgen gefallen euch auf jeden Fall. Ich versuche da viel Abwechslung reinzubringen und wie gesagt, mit den Zuschauerruns habe ich ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, aber da musste ich noch ein bisschen rumplanen, das Overlay und wie ich das gestalte. Ich möchte es auf jeden Fall etwas interessanter gestalten, nicht einfach so plump hinklatschen, die beiden Videos irgendwie interessant gestalten. Aber erwartet jetzt auch nicht zu viel. Es soll sich fokussieren auf die Versus-Runs, aber nur ein bisschen professioneller aussehen lassen oder so. I don't know. Gut, wir haben Jesus Juice, das ist schon mal sehr schön. Und ja, let's go. Genau, vorerst werde ich auf jeden Fall Versus Runs gegen Subscriber machen, weil ich da so einen besseren Überblick habe. Keine Sorge, ich werde aber dann auch gegen Leute, die nicht subscribed haben bei mir auf dem Channel, auch noch Versus Runs machen, keine Frage. So, mal gucken, wie das läuft. Ich hoffe, es sind diesmal nicht zu viele, weil letztens war ich ziemlich überfordert, es waren so viele und dann... Dann hat mich noch ein kleiner Zwischenfall sehr geärgert, aber der, über den kann ich jetzt nicht reden, aber eine Person, gegen die ich einen Versus Run gemacht habe, hat mir alles sehr vermiest. Es war eine fiese, miese Person. Naja, let's go. So, was haben wir jetzt noch hier so? Da unten ist auch noch ziemlich viel Kohle und so, ne? Hätte ich jetzt bloß nicht meine Bombe verschwendet, dann würde alles ziemlich cool aussehen. Und ich müsste jetzt irgendwie, damit ich die blaue Aura nicht verliere, müsste ich jetzt... So, ich habe ja das Trinket gefressen, ne? Also müsste ich hier jetzt Stuff rausbekommen. Sehr schön. Müsste ich jetzt einen Devil Deal bekommen und davor aber blaue Herzchen irgendwo her. Vielleicht aus diesen Kackhäufchen, wer weiß. So, und ich darf mich nicht verletzen, weil sonst verlieren wir diesen Aura-Boost, nicht wahr? Und das ist nicht gut, das ist nicht unser Plan. Oh, shit, da habe ich mich dünn gemacht. Oh, shit, da habe ich mich schnell gemacht. Und jetzt komm mal her. Ich hoffe, wir kriegen richtig viele, Items. Am besten wäre es jetzt, wenn wir Void bekommen, dann könnten wir vielleicht auch noch Moms Box bekommen und dann könnten wir Trinkets generieren und sie gleichzeitig dann irgendwie auch fressen oder so, ne? Das wäre, glaube ich, auch ziemlich gut. Geh weg, du Superform. So, alle schön in eine Reihe oder in eine Richtung und jetzt reinballern, damit man nicht umzingelt werden kann, was aber immer noch gut passieren kann. So. Sehr schön. Leute, genau, das fällt mir gerade ein, das wollte ich noch überprüfen. Und zwar hat mir im Stream jemand gesagt, dass sie planen, Resident Evil 1 neu zu machen und das Ganze aus der Ego-Perspektive, so wie Resident Evil 7. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Troll war oder nicht, Mann. Scheiße, wenn, dann glaube ich dir das jetzt voll. Wenn das aber wahr ist, wäre das abgefahren, Mann. So Resident Evil 7, aber nur mit Zombies, das wäre geil. Boah, weil ich bin großer Resident Evil 7-Fan, keine Ahnung, mich hat das, also die Atmosphäre und alles war einfach unglaublich gut. Hat mir total gefallen, auch diese Action-Sequenzen. So, whoops. Oh, das ist sehr schön, das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt auf Babylon, haben genug Leben und auf geht's, Mann. Yes, das ist perfekt gelaufen. Jetzt bräuchten wir nur irgendwie ein paar Schlüssel, damit wir auch in den Itemraum reinkommen. Was soll das denn jetzt hier? Was soll das denn jetzt hier? Das gestatte ich nicht, das erlaube ich nicht. So, erstmal voll drauf konzentrieren auf einen, wenn wir da durch wollen. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch ein paar Tiershop-Items bekommen, könnten wir sogar auf eine Tierrate von 1 kommen. Wenn, also ohne Soymilk. Okay, wir kriegen leider keinen Schlüssel. Wir kriegen Schlüssel und eine Bombe, okay. Sehr schön. Ich glaube, damit werde ich den blauen Stein sprengen, weil da gibt es die Möglichkeit, vielleicht noch eine Bombe zu bekommen. Weil, was will ich mit dem Geld anstellen? Ich meinte, ich könnte... Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mal gucken, was wir für eine Aura bekommen. Das ist jetzt... Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wir kriegen... Ach, die Range-Up-Aura. Das ärgert mich jetzt extrem. Springe ich das oder gehe ich hier unten rein? Springe das und gehe in den Shop rein, in der Hoffnung, dass im Shop irgendwie was Cooles ist. Leute, ich riskiere es. Ich riskiere das jetzt, okay? Ich riskiere das jetzt. Passt auf. Ich hoffe, dass im Shop wir uns einfach einen Schlüssel kaufen können, okay? Manchmal muss man etwas im Leben riskieren. Hier ist kein Schlüssel. Ist das dein Ernst, Mann? Komm schon. Ist das hier vielleicht Ace of Spades? Two of Clubs. Okay, das ist schon mal... Es könnte sein, dass wir... Es könnte sein, dass wir vielleicht sogar... Wartet mal, vielleicht haben wir hier sogar den Geheimraum. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oder ist der eher unten? Lass mich mal ganz kurz den Raum von allen Seiten. Unten kann er nicht sein, kann er oben sein? Sag mal her, kann er hier oben sein? Er kann hier nicht oben sein. Das heißt, der Geheimraum ist eher hier drüben. Okay, folgendes machen wir dann jetzt. Wir springen das hier in der Hoffnung, einen Schlüssel zu bekommen. Okay, wir kriegen noch eine Bombe. Interessant. Das heißt also, wir legen hier noch eine Bombe in der Hoffnung, in der grauen Kiste ist etwas drin. Kein Schlüssel, aber dafür ein Trinket und ich fresse es auch. So, jetzt folgendes. Wir gehen jetzt erstmal den Geheimraum suchen, der wahrscheinlich dann hier drin ist, nicht wahr? Ja, sieht so aus, als müsste er hier sein. Lass uns den nochmal von dieser Seite angucken. Jupp.
Scheint so. Two of Clubs und... Da ist der. Ist hier ein Schlüssel drin? Leider kein Schlüssel drin. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr ärgerlich, möchte ich schon fast sagen. Ich verletze mich noch einmal, einfach weil ich eine andere Aura haben will. Es ist wieder die gleiche Aura. Gut, das heißt also, wir kommen nicht in den Zack, also nicht in den Itemraum rein. Ja, wir hätten, aber hätte das geklappt, hätten wir viel mehr rausbekommen, nicht wahr? Viel mehr. Wir könnten versuchen, jetzt hier noch den Raum zu öffnen, vielleicht den Geheimraum. Nur, wo muss ich dafür sprengen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, eher hier irgendwie so. Ist leider nichts drin. Okay, schade, 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 Schokolade. Im Feuer kann, glaube ich, kein Schlüssel droppen, oder? Nur Herzchen oder Münzen, glaube ich. Soweit ich weiß. Schade, schade, schade. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen dämlich gespielt, aber naja. Weiter geht's, Mann. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Mit der nächsten Ebene. Sehen wir jetzt, wie viel Leben wir haben? Natürlich sehen wir es nicht. Okay, scheiß drauf, Mann. So, Hauptsache wir haben auf Babylon. Die Aura, die wird sich gleich noch ändern. Vielleicht in einem Arcade Room. Wir haben jetzt genug Kohle. Oh, und das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Ich hätte auch meine Karte mitnehmen können eigentlich. Naja, vergessen, Mann, vergessen. Ist der Sommer. Ich bin gerade einfach nur im Urlaubsmodus. Außer, dass ich keinen Urlaub habe. Zack, zack, zack. Okay, gut. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel gefunden. Den werde ich jetzt diesmal auf jeden Fall in den blöden Itemraum reinstecken. Hoffen wir einfach mal, dass dort ein richtig fieses, blödes Item drin war. Das nehme ich mit, aber ich weiß nicht, ob ich das behalte. Das ist ja so ein Teil, das sorgt dafür, dass wir irgendwie weniger rote Herzchen bekommen, was ja auch gut ist, und mehr schwarze Herzchen. Aber irgendwie funktioniert das manchmal und manchmal nicht. Ja, das schützt einen, ne? Komm, wir nehmen das mal mit. Das schützt einen sehr gut. Wenn wir jetzt gleich unsere Aura bekommen, die wir behalten wollen, werden wir uns freuen darüber, dass wir jetzt diese Fliegen haben, die uns schützen. Und vielleicht finden wir noch ein paar Fliegen-Items, womit wir dann die Belzebub-Transformation bekommen. Und dann ein bisschen rumfliegen können. So. Nehme ich das Ding mit oder nicht? Soll ich das einsaugen oder nicht? Das ist die Frage, Mann. Was macht dieses Teil nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Und warum ist es so komisch schattiert eigentlich? Okay. Wieso ist das so komisch schattiert, frage ich mich. Auf Wiedersehen. Gut, ich fresse es einfach mal. Ich fresse jetzt einfach alle Trinkets, die ich finde. Alle verdammten Trinkets. Das Gute ist halt, die Zecke kannst du ja auch dann fressen. Und dann haben die Bosse immer weniger Leben. So, hier haben wir eine Bombe. Gut, wir checken nochmal den Rest der Ebene. Mal schauen, was wir so bekommen. Vielleicht eine Hanged Man-Karte oder sowas. Okay, die Dinger hier kaputt machen, mein Gott. Und wir haben wieder die falsche Aura. Und ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Und ich behalte jetzt erstmal mein Leben. Ich weiß, dass ich ein rotes Herzchen habe. Das ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, noch ein paar schwarze Herzchen. Wir haben jetzt zwei schwarze Herzchen verloren, die wir aufgehoben haben. Die Robe gibt uns auch noch ein paar. Wir sollten eigentlich gut. Wir sollten gut bestückt sein. So, auf Wiedersehen. Was haben wir hier drin? Aha. Bombsaki vielleicht? Es ist infested, okay. So, diesen Typen hier erledigen, weil dann explodiert er vielleicht. Ach du Scheiße, Mann. Das war jetzt ein bisschen sehr gruselig. Konzentrieren auf den, auf den, auf den konzentrieren. So. Ich möchte jetzt hier nicht meinen Streak wieder verlieren, wie im Livestream, dieser Raum, ne? Krieg ich direkt wieder Panik. Mit dem Keeper sind wir auch in so einem ähnlichen Raum gestorben, nicht wahr? Scheiße, Mann. So, was haben wir hier? Bombsaki? Relax. Ist sogar ganz gut. Weil wir haben ja das Trinket. Sehr, 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 sehr schön. Ich will das sprengen und haben. Was haben wir hier? Aha. Kann es sein, dass es hier vielleicht rechts einen Geheimraum gibt zum Zacke-Zacke-Raum? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Riskiere ich mein Leben, um da reinzukommen oder nicht? Tue ich das oder nicht? Tue ich das oder nicht? Tue ich das oder nicht? Allgemein hat der Run aber ziemlich wenig, wie soll ich sagen? Na, jetzt haben wir hier die blaue Aura, aber ich muss hier eh raus. Wenn wir uns rausporten können, wäre es super. Empress. Und The Stars. Hey, wir können uns rausporten. Sehr schön. Und kommen jetzt natürlich rein in den Itemraum. Das heißt, den Schlüssel hätten wir eigentlich dafür benutzen können. Oh mein Gott, wir haben so wenig Loot. Wo ist der ganze Loot hin? Ich will den Loot haben. So, let's go. Machen wir den Typen fertig mit unserer geilen Fire Rate. Ich glaube, Schweiß ist gerade über mein Auge getropft. Und jetzt sehe ich da alles verschwommen. Autsch, autsch, autsch. Oder ist das ein Hundehaar, was ich hier habe? Au, au, es sticht mein Auge raus. Ich werde blind. Egal, Streak. Hauptsache, der Streak stirbt nicht. Wo bist du? Holy shit, das war ziemlich nah, Mann. Das war ziemlich nah fürs erste Date. Viel zu nah. So, Attacke, Attacke. Ich hätte jetzt gerne Popeltränen und irgendwie vielleicht dieses Tech Zero. Das wäre ziemlich nice. Ja. Yep. Da, da, da. Sehr schön. Und ein schwarzes Herzchen bekommen. Und das Pentagramm. Wunderbar. Also an Damage fehlt es uns nicht. Da bin ich jetzt froh, dass wir doch die blaue Aura bekommen haben.
Nur fehlt es uns an Schlüsseln und an Bomben. Ach, Mist, ey. So, machen wir das kaputt hier. Schön die schwarzen Kackhäufchen, um alles hier ein bisschen anzuschlagen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf Wiedersehen, ihr Ekelpakete. Ihr seid ekelhafte Ekelpakete. Infested war das. Ja, damit können wir aus Kackhäufchen Stuff bekommen. Warten wir mal drauf, dass wir hier irgendwo Kackhäufchen haben. Oder vielleicht auch nicht. Ansonsten möchte ich mehr Trinkets haben. Gib mir Trinkets. I want Trinkets, man. Die möchte ich alle haben. Schön alle Würmer einsaugen, ne? Damit man alle Würmer-Effekte hat. Wie sieht es dann aus? Stimmt, alle Würmer-Effekte haben. Das wäre doch mal was Interessantes. Noch so ein Raum, der voll cool ist und... Ach. Ich will dich mitnehmen. Ich habe nichts gegen dich. Aber wie gesagt, der Run hat etwas gegen mich. Wie heißt denn der Seed? Heißt der Seed zufällig No Keys for You? Und wieso macht der Typ so eine Krone... so eine Grütze auf den Boden? Ah, ich hasse ihn. Blau, 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 rot. Okay, wir haben unseren Damage Multiplitz. Plus 2 Damage ist das nur? Okay, ich dachte, man bekommt viel mehr. Naja, so. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier viel mehr schwarze Herzchen. Und wir kriegen hier wieder keinen Shop. Und wenn ich jetzt keinen Key bekomme, flippe ich aus, Mann. Ich werde deine Pavilion finden und ihr sämtliche Schlüssel mitnehmen. Wegnehmen. Strength, hey, das könnte man benutzen für einen Devil Deal. Falls man da mehrere Herzchen opfern will und keine schwarzen Herzchen. So, okay. Wir haben auf jeden Fall einen krassen Damage-Boost. Wir fetzen hier so gut wie alles weg mit 2 Schüssen. Außer dich natürlich. Du musst mal wieder was Besonderes sein. So, komm her. Machen wir dich fertig. Ja, leg mal die Bomben. Aber nicht in meine Richtung. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Manchmal fliegen die richtig merkwürdig. Sehr schön. Rauf da, rauf da, rauf da. Oh nein, Trollbomben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, okay, weiter, weiter, weiter. Die Hälfte haben wir. Aber ich werde jetzt nicht eine Bombe gegen dich verschwenden. Oh, shit. Keine Bombe gegen dich verschwenden. Ja, ja, da sitzen die Tränen. Da sitzen die. Okay, wenn er sich noch einmal zeigt, ist er tot. Vielleicht sogar jetzt. Nee, da schützen ihn die Bomben zu sehr. Und auf Wiedersehen. 2 Stück von denen. Gruselig. Nee, ich möchte keine komischen Experimente machen, aber ich möchte das hier machen. Sehr gut. Yep, nehmen wir mal mit. Let's go. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, 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 nein. Auch wenn das die zweite Spritze wäre, aber nein. Das schwarze Herzchen lasse ich auch erstmal liegen und wir überprüfen mal irgendwie erstmal den Rest der Ebene und müssen noch einen Schlüssel finden. Kann es sein, dass dieses schwarze Teil dafür sorgt, dass wir weniger Stuff bekommen? Kann es sein, dass dieses Trinket das macht und wir dafür aber viele schwarze Herzchen bekommen? Kann das sein, Mann? Ich habe nämlich irgendwie das ungute Gefühl, dass es so ist. Das ist ein Kackhäufchen. Mal gucken, was wir daraus bekommen. Ich könnte jetzt Strength machen und dann einmal Schaden nehmen und versuchen, vielleicht irgendwie was Cooles zu bekommen, wie die blaue Aura. So. Weil Damage haben wir eigentlich genug und diese Fire Rate Up ist auf jeden Fall viel krasser. Uff. So, eine Batterie bekommen. Ja, schön. Schöne Batterien und sowas, aber ich habe keine Trinkets. Das bringt mir nichts, Mann. Wie plattgedrückt meine Tränen aussehen, als hätte irgendwie jemand vergessen, Steuerung gedrückt zu halten oder Shift oder was muss man eigentlich gedrückt halten, um es vergessen. Um es groß zu ziehen. Okay, ich schnapp mir diesen Schlüssel. Fuck you, Mann. Ich schnapp ihn mir. Boom. Und ich will ihn hier einsetzen. Oh, Jacob's Ladder. Yes, Mann. Auf so einen Run habe ich Bock. Ist jetzt kein Tech Zero, aber sowas ähnliches, nicht wahr? Und pass auf, ich mache jetzt das hier. Werd einmal verletzt. Und bekomme hoffentlich was Cooles. Die blaue Aura. Perfekt. Perfekt lief das, Mann. Sehr schön. Oh, nein. Hier gibt es ja noch mehr Räume. Oh, sagt mir jetzt nicht, ihr droppt mir jetzt irgendwie einen Schlüssel. Dann fresse ich einen Besen, Mann. Yes, Mann. Jacob's Ladder ist ein krasses Item. Judgment. Okay, interessant. Kann man mitnehmen. So. Yes, richtig krasses Item. Und hier ist noch so ein Automat. Okay, gut. Und einen Schlüssel bekommen wir. Natürlich. Natürlich. Okay. Gut. Aber den Schlüssel behalte ich einfach für die nächste Ebene. Und dort öffne ich den Itemraum. Ja, so sieht's aus. Oder wir könnten hier wieder Risky Misky spielen und vielleicht eine Kiste öffnen und Schlüssel bekommen. Sehr schön. Für die anderen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, nicht getroffen zu werden und schön Damage austeilen. Sehr gut. Ja, keine Chance, Mann, keine Chance. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir in den anderen Kisten auch Schlüssel drin haben. Yes! I like that. Okay, weiter, weiter, weiter. Attacke, 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 Mann. So, der Vier-Effekt ist auch super. Und das sollte jetzt auch vorbei sein, mein Freund. Sehr schön, somit können wir beide wieder öffnen. Und vielleicht bekommen wir dann noch einen leckeren Crickets. Okay, schwarzes Herzchen, Schlüssel. Na endlich, Mann, wird unser kleines risikohaftes Ding... Oh, warte mal, da... Ich fresse es einfach. Ich fresse das Trinket einfach.
Okay, das schwarze Herzchen kann ich mir nur jetzt nicht holen, aber ist egal, Mann. Ist egal. Super. Hat sich... Oh, nicht die Spritze. Hat sich gelohnt, ein bisschen Risky Misky zu spielen, nicht wahr? Schön. Weiter geht's, Mann. So, Dank Debts 1. Mach ich. Let's go. Noch ein Trinket. Das sorgt dafür, dass wir irgendwas... Ich weiß nicht, was es macht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was dieses mysteriöse Paper macht. Ganz ehrlich, keinen blassen Schimmer. Macht es mich manchmal unsichtbar? Nein. Das war das Faded Polaroid. Scheiße, Mann. Egal, fress ich einfach, auch wenn ich daran sterbe. Ich fresse es einfach so genau. Wir schießen jetzt ab und zu Kackhäufchen. Das ist aber gut, weil wir das Trinket haben, womit wir aus Kackhäufchen Stuff bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Diese Schokolade sorgt dafür, dass wir manchmal was droppen. Dass wir uns manchmal was einscheißen. Oh, keine Space-Items. Das ist auch gut. Sehr schön. Keine Space-Items, weil wir wollen ja unser Trinket, unser Item hier behalten. Sehr schön. I like that very much, Mann. Nur machen wir echt wenig Damage, wie ich gerade sehe. So, Mangel fertig. Und das Gute ist halt, in Büchereien bekommen wir immer noch Bücher, also Space-Items, und können die Transformation immer noch bekommen. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Einfach, damit wir dich so schneller töten können. Sehr schön. Und jetzt frisst dieses Item. Keine Space-Items. Gut. Sehr schön. Und das sorgt dafür, dass wir mehr Champions haben. Ich weiß nicht, ob ich das fresse. Ich fresse jedes Trinket, Mann. So haben wir jetzt mehr Champions gleich. Oh, scheiße. Was passiert, wenn man dieses Trinket hat und gleichzeitig das Item, diesen Champions-Belt, womit auch noch mehr Champions auftauchen? Hat man dann nur noch Champions, die man bekämpft? Erzähl bloß, Mann. So, sehr schön. Und sehr schön. So, warte mal. Okay. Hier einmal rein und jetzt die Knöpfe einmal betatschen. Aber bloß nicht getroffen werden, das ist nämlich nicht schön. Bingo. Her mit der Münze. Uff. Okay, sehr schön. Her mit der Münze. Perfekto. Genau. Ich werde das, glaube ich, einsagen, oder? Ja, ich tu's. Ich meine, die Champions haben ja auch Chancen, mir was zu droppen. Und wenn wir stark genug sind, dann ist es egal, was wir für einen Champion treffen. Außer die Champions, die mir 2 Herzchen abziehen. Das ist alles andere als cool. Sehr schön. Den Bossrush werden wir leider nicht erreichen, aber das ist okay. Habe ich schon das Trinket gefressen? Ja, ne? Habe ich. Womit ich keine Space-Items bekomme. So. Okay, ich will auf jeden Fall auch noch diesen kleinen Raum da auschecken, vielleicht. Vielleicht ist da auch noch eine Spritze. Vielleicht ist da Lust. Oder vielleicht gehe ich auch da nicht hin. So. Ja, das sitzt man. Die sind komplett voller 4, ne? Dieser 4-Effekt ist irgendwie ziemlich lang anhalten gerade. Ja, nehmen wir dich einfach mal mit. Papa Flies. Das zweite Item, zweite Fliegen-Item. Und noch eins, dann können wir fliegen. Das ist schon mal sehr schön. Das Gute ist halt, die Laser treffen die auch und, ich muss da nicht hinter sie gehen. Das ist sehr schön. Sehr schön. So. Und ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass wir hier mehr Champions bekommen. Irgendwie alles beim Alten. Oh boy. Ja, das nehmen wir mit. Das sorgt dafür, dass wir alle 7, oder nee, alle 15 getöteten Gegnern eine Aufladung bekommen. Aber wir haben jetzt hier kein Trinket oder sowas. Vielleicht nehme ich das hier einfach mal mit, um ein bisschen safe zu spielen. Hier sprengen wir nichts, weil ich kann nicht. The Stars. Okay, das ist schon mal sehr schön. Wir sind hier in Dank Debts 1. Okay, pass auf. Ich muss da auf jeden Fall mir gleich ein paar Bomben schnappen. Da drüben sind Bomben, aber ich will meine blaue Aura nicht verlieren. Scheiße, Mann. Wieso kriege ich so wenig Bomben? Ach, muss man sich einmal nur kurz beschweren. Kriege ich die Bomben da raus? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kriege die da nicht raus. Aber ich will dich sprengen. Aha. Oh. Okay, ein paar Bomben bekommen. Wunderbar. Hatte ich hier irgendwie was vor mit den Bomben? Ja, da oben ein bisschen sprengen vielleicht, aber naja, das passt schon so. Beziehungsweise blaue Herzchen bekommen. Na, schade, diese blöden Kackhäufchen, aber immerhin bekommen wir da was raus, nicht wahr? So, pass auf, lass uns Monstro töten. Zack. Sehr schön. Puh. Ich bin gerade voll am überlegen, aber ich weiß gar nicht, worüber ich nachdenke, ehrlich gesagt. Ich könnte an ihm spielen, dann verliere ich aber meine blaue Aura. Dann nehme ich doch lieber dieses Item hier mit.
Flops, Little Delirium ist mir ein bisschen viel zu verrückt, der Typ. Der ist viel zu verrückt. Der macht manchmal, wird er zu Bobs Brain oder sowas und dann merkst du das nicht und dann fliegt er voll vor dir in einen Gegner rein und das ist nicht cool. Ja, wir kriegen auf jeden Fall viel mehr schwarze Herzchen. Infested. Na, was haben wir hier? Eine rote Kiste wird geöffnet. Oh, shit. Ist das dieser Übel? Okay, ich bin weg. Das ist der üble Typ. Conehead. Naja, wenn's sein muss, siehst du jetzt lächerlich aus. Das ist auf jeden Fall das Item, das optisch am beschissensten aussieht. Also, die haben das echt nicht hinbekommen. Sieht total grauenhaft aus, dieser Eierkopf. Aber wahrscheinlich ist das Absicht gewesen. So, das mit. Wir haben ordentlich Lack ab. Das ist der Shit, den ich sehen will. Ein blaues Herzchen ausnahmsweise mal. Und was ist hier? Emperor. Oh, ja, Mann. So können wir auf jeden Fall eine Womp-Ebene überspringen. Das ist schon mal sehr schön. I like it. Sups. Schön mitnehmen. Und hier öffnen wir das auch. Bekommen eine gratis Bombe und den Schlüssel wieder zurück. So, Itemraum waren wir auch schon. BFF hilft jetzt für Papa Fly, aber ansonsten ist das ziemlich nutzlos. Sehr schön. Autsch, da wurde ich erwischt von irgendetwas. Ach, da ist eine rote Spur aufgetaucht. Wo kommt die denn her? Oh nein, jetzt haben wir eine Range ab. Ja, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Da lasse ich mich lieber treffen. So, dieses Stopwatch ist schon ziemlich der Easy-Mode, nicht wahr? Das ist schon echt der Easy-Mode. Ja, unser Damage wurde multipliziert. Aber nein, ich will die blaue Aura. Gib mir die blaue Aura. Ich will die blaue Aura. Das gibt's nicht. Die geben mir nicht die blaue Aura. Da ist doch die blaue Aura. Man muss sich nur 100 Mal beschweren. Okay, Vorsicht. Gleich werde ich wahrscheinlich wieder getroffen. Shit, ey. Gruselige Räume. Das sind echt gruselige Räume. Ah, da ist ein weiteres Trinket, das ich haben will. Das sorgt dafür, dass manchmal die Karte aufgedeckt wird. Aber leider komme ich da nicht ran, außer ich finde jetzt eine Möglichkeit zu fliegen. Na, was haben wir hier drin? Oh, Purfrow, jetzt stellst du mir die Qual der Wahl, Mann. Weil so können wir im Devil Deal rerollen. Und hier wurde ich getroffen, weil dieser Raum einfach ekelhaft ist. So, wir haben aber die blaue Aura immer noch. Okay, gut, ich glaube, ich nehme Purfrow mit. Einfach, weil wir da mehr Chancen auf coole Items haben, nicht wahr? So, und dadurch, dass wir keine Space-Items bekommen, wird das ziemlich sexy. Hallo? Mhm, interessant. So, rein hier. Hey, Mom. Wir waren ja im Itemraum, nicht wahr? Genau, da habe ich mich reingeportet. Aha. So viele goldene Kisten. Hallo? London. So, ein bisschen Kohle wäre jetzt nicht schlecht, damit wir auf Distanz ein bisschen mehr Damage machen. Alter, Damage gefällt mir noch nicht so ganz, ne? Damage von 9 ist... Ist schon okay, man kommt damit weiter, aber es ist kein Luxus, ein Isaac-Luxus. Den hätte ich jetzt gerne. Gut, nehmen wir das mit. Weiter geht's. Purfrow, ich hoffe, du wirst mir etwas bringen. Ich hoffe sehr, du wirst mir etwas bringen. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt immer schnell den richtigen Weg finden und die Womp-Ebene hinter uns lassen. Okay, das öffne ich mal. Sehr schön, unser Space-Item ist aufgeladen. Bisschen unnötig, dass ich die Batterien mitgebracht habe, weil ich habe jetzt das Item, dass ich keine Space-Items bekomme und das ist das einzige. Und naja, egal. So, hast du da ein Kackhäufchen gelegt? Okay, doch nicht. Nur kurz gefurzt. Ist das eine Anlehnung an Laktose-Intoleranz oder sowas? I don't know. Sehr schön. Schön alles kaputt machen hier. Ja, komm, machen wir die Kiste auf. Da kann ja auch ein Trinket drin sein. Was leider nicht der Fall ist. Okay. Dann ist auch leider nicht der Fall, dass das hier der richtige Weg ist. Flup, 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 Bombe rein. Boom, sehr schön. Na, hat wehgetan, nicht wahr? Oh, ich mag diese Blitzdrehen. Ich mag Jacobs Ladder. Wenn wir jetzt noch Tech Zero hätten, das wäre ziemlich abgefahren, oder? Boah, wie sehen die Tränen mit Tech Zero aus? Das will ich gern wissen. Na, geht es da oben jetzt weiter oder ist das eher eine Sackgasse? Ich tippe eher auf Sackgasse, ne, wie es aussieht. Yep. War ja klar. Sehen wir hier irgendwo einen blauen Stein vielleicht? Ne, sieht nicht so aus. Doch, hier ist er. In solchen Räumen ist meistens hundertprozentig ein blauer Stein anzutreffen. So. Okay, her damit. Dankeschön. Weg mit dem Auge. Weg mit dem Auge. Und hier haben wir den Schlüssel. Alala, Rüssel. So, erst Luck ab. Okay, der Luck reicht ja schon, ne? Wir haben jetzt nichts, was auf Luck basiert, aber wer weiß, kann ja noch kommen. Okay, wow. Purfrow, ich hoffe für dich, dass du die Items in was richtig Schönes verwandelst, Mann. Weil die Emperor-Karte hätte mir jetzt sehr viel Nervenzerreißer erspart. Genau so sagt man das. Nervenzerreißungen. Ja. So, warum
altmodisch reden, wenn man komplett neue Wörter erfinden kann und so. Okay, her damit. Bob's Brain, hab gerade von dir gesprochen, dass ich es nicht cool finde, aber ich glaube, ich nehme dich mit. Ganz einfach, weil wir jetzt immer wissen, dass wir Bob's Brain haben. Und der macht gut Damage mit BFF. Glaube ich. Macht er mehr Damage mit BFF oder ist er einfach nur größer? Weil der macht ja auch mehr Damage mit Mr. Mega. Stack das? Hm. Fragen über Fragen. Hey Bob. Und flieg Bob. Und triff Bob. Oh, sehr schön. Immerhin etwas. So, flups. Und weiter geht's. Zack, zack. Okay. Heieiei. Das war ein bisschen gruselig. Okay, ich mache einen Full Clear. Alles klar. War ja klar, Mann. War ja klar, dass wir einen Full Clear machen. Okay, er ist nicht ganz Full Clear, aber naja. So, genießen wir einfach mal den Ausschlag hier, nicht wahr? Genießen wir einfach mal unsere Tränen, die wir haben. Freuen uns auf die Tränen, die wir noch alle vergießen werden. Okay, scheiße. Bobby, zum Glück bist du da nicht irgendwie zu mir geflogen. So. Okay, boom. Flop, 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 flop. Okay. Sehr schön, sehr schön. Arriba, arriba, arriba. Und weiter geht's, Mann. Puh, die Wiz ist das einfach schön drauf da. Bob wird auch schön rasieren, nicht wahr? So, mir ist gerade eingefallen, dass ich ja heute auch noch das One-on-One habe, das nächste. Wir machen ja, also es gibt so ein kleines Turnier, das vom Alliance Network. Ich nehme dich mit, weil ich dich nicht rerollen will, was von unserem Netzwerk veranstaltet wird. Dann gibt es da am Ende eine Soldier-Figur und das Lustige ist, dass ich ja gestern richtig mad wurde wegen Overwatch und heute wieder Overwatch spielen muss im One-on-One. Das war nicht gut, Mann, das war nicht gut. Egal, egal, egal. So. Einmal hier durch, das alles kaputt machen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir auch noch Curse of the Lost, Mann. Einfach immer der Nase nach. Meistens ist der Boss... Haben Speedrunner immer gesagt, oben rechts in der Womp-Ebene. Da geht man immer als erstes hin. So, Bobby, triffst du da etwas, damit ich nicht los bin? Nichts gegen dich, aber du bist gruselig manchmal. Sehr schön. Die Laser treffen dir auch die Unsichtbaren. Das ist halt das Tolle. Glaube ich. Sah so aus auf jeden Fall. Guten Tag und auf Wiedersehen. Wartet mal. Ich könnte ein bisschen Geld donaten. Ich meine, ich habe hier schon genug. Und dadurch könnten wir ein bisschen Luck abbekommen, nicht wahr? Ja, hoffen wir mal, dass ich jetzt das, was gestern passiert ist in Overwatch, einfach vergesse. Und, ja, mich konzentrieren kann auf das One-on-One. So, denn es wird auch ein starker Gegner, der Dadokat. Mal gucken, wie das abläuft. Na, 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 di, di, di. Donation, Donation, Donation. Und wir haben keinen Luck abbekommen, das ist ein bisschen schade. So, immerhin haben wir das Geld gespendet für später, nicht wahr? Und es sieht gut aus vom Weg her, sieht gut aus. Stimmt es etwa, dass oben rechts der Stuff ist? Das hier sorgt dafür, dass wir ab und zu fliegen können. Ist auch nicht schlecht. Ab und zu können wir fliegen. Das ist auch nicht schlecht, Mann. So, alle 15 Gegner bekommen wir eine... Wow, der ist ja nicht tot gewesen. Eine Aufladung. Alle 15 getöteten Gegner. So, gerade sind wir kurz geflogen, nicht wahr? Wir haben die Boss gefunden. Tatsächlich oben rechts, Mann. I flipping aus. So, friss das Ding. Wow, Bob's Brain. Shit, 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 shit. So, und let's go. Schön rauf da, unser Damage ist echt nicht so prickelnd, Mann, aber diese, ich möchte keine rote Aura, die blaue Aura ist viel angenehmer. Habe ich da gerade eine Münze gehört, die geploppt ist, aber ich habe keine aufgehoben, oder? Yes, auf Wiedersehen. Yes, Mann, endlich ein Devil Deal wieder und das ist Krampus, hoffentlich kriegen wir Kohle, das wäre super. So, das wäre echt angenehm, komm schon, mein Freund. Nicht, oh. Wie soll man denn da entkommen, wenn er so oben an der Wand ist? Schlechtes Design, Mann. Und wir haben immer noch die blaue Aura. Puh, gutes Design. Weiter geht's, Mann, weiter geht's. So, Cathedral. Flups. Bam, bam. Okay, okay, okay. Zack, her damit. Oh, da ist eine Stammzelle, aber ich will nicht, dass sie mir ein HP-Upgrade gibt, Regen. Also ich werde das, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber ich will es nicht mitnehmen, weil ich sonst meinen Horror-Babylon-Effekt verliere. Und das ist nicht gut. Deswegen warten wir auf ein anderes Trinket. Lieber. Ich glaube, das ist besser. So, sind diese Jacobs Ladder-Laserstrahlen irgendwie auch, also von Kohle beeinflusst oder so? So, gehen wir nach links. Zack, 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 zack. Ich sehe da einen blauen Stein und ich hoffe, da ist ein Stein drin.
Ah, leider nicht. Naja, man kann nicht alles haben. So. Heute haben wir uns aber vollgefressen mit Trinkets, nicht wahr? Sind keine so krassen Trinkets, aber ein paar tolle. Ein paar tolle Kombinationen, wie zum Beispiel Schokolade und dieses Scheißhaufen-Trinket. I like that combo. Na, sehr gut. Da hat der Laser gute Arbeit gemacht. Und weiter. Der Kampfraum, da können wir sogar rein. Sehr schön. Den werden wir uns auschecken. Scheiße. Er ist auch voll komisch geflogen, weil er gegen mein Kackhäufchen geflogen ist. Oh, da habe ich dich gerade noch gelobt. Oder ist er nicht gegen mein Kackhäufchen geflogen? Ach. Wir haben sowas. Okay. Wir haben wieder... Was war das? Range-Up oder Speed-Up? Ich glaube Speed-Up, nicht wahr? Ja, sie kommt mir schneller vor. Hey, Goathead haben wir. Hätte man rerollen können, aber ich behalte dich lieber für die Chest-Ebene. Sehr schön. Immerhin sind wir richtig flott unterwegs, Junge. Oh, und die Black Rune hätte ich auch gerne. Rauf, da, rauf, da, rauf, da, komm, friss mich, friss mich, friss mich. Yes, und Bobby jetzt auch noch. Gute Kombo. High five, Bob. Sehr schön. Okay, das heißt also, ich will jetzt hier noch ein bisschen Damage taken, damit wir schön die Aura bekommen, die ich auch haben möchte. Es ist wieder Range Up. Ich bekomme überall nur Range Up, Mann. Verblüffend. Warum ist der in der Superform? Hat er irgendwas Besonderes drauf, diese Statue? Oh. Okay, die rote Aura, das macht ein bisschen Damage Up. Ich muss mal unter den Tisch mit meinem Controller, weil der Tisch ist irgendwie so hoch, dass ich da keinen Blutfluss in meiner Hand habe. Keine Sorge, ich halte nur den Controller unterm Tisch, nichts anderes. So. Ja, da haben wir jetzt diese Damage Aura. But I don't know, man. I don't know. So, skaliert der Laser überhaupt mit unserem Damage? Das frage ich mich auch gerade. Oder ist es einfach nur ein einheitlicher Damage, der immer ausgeteilt wird? Boom. Oh, sogar der Geheimraum. I like it. Und hier erstmal ein paar Bomben legen. Ups, fast reingerannt. Wheel of Fortune, ja. Das wäre auch schön in die Chest mitzunehmen. Hätten wir noch ein fünftes Item. Okay. Stopp, 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 stopp. Ja, mit dem Schlüssel. Dankeschön. Und weiter geht's. Okay. So, hier ist der Boss. Okay, jetzt volle Konzentration und rein da. Die Stammzelle will ich nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, was die Stammzelle macht, Mann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich trage sie jetzt mit, aber ich werde sie dann austauschen gegen ein anderes Trinket auf jeden Fall. Unser Damage ist ja schrecklich. Sieht gar nicht so aus, dass unser Damage schrecklich ist, nicht wahr? Scheiße, Mann. Guppy wäre jetzt echt nicht schlecht. Bloß nicht getroffen werden. Wir haben Bobs Brain, das ist schon mal super. Der kann uns helfen. Wenn er denn treffen würde, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, das ist gut gesessen. Zack. Und go. Ja, wenn meine Tränen treffen, ist es schon mal sehr stark. Aber die Chess muss uns gleich helfen. Und wir haben ja gute Chancen. Und ich werde nur den heißen Stuff mitnehmen, Mann. Nur den heißen Stuff. Polyphemus, Proptosis, Kakao, Dead Eye, Mann. So, kein Poloch des Grauens ist aufgetaucht. Das ist schon mal sehr schön. Und... Es ist auch jetzt kühler geworden irgendwie. Vielleicht, weil ich Angst habe. Curse of the Blind haben wir. Ich flippe aus. Bumbo. The Body. Sack of Pennies. Zäumelk. Ich meine, wir haben... Ich hätte alles davon gererollt, hätte ich das gesehen, was wir bekommen. Ich hätte alles gererollt, aber ich wollte es einfach mitnehmen. Scheiß drauf einfach. Wir machen ja gut Damage eigentlich. Machen wir sogar mehr Damage jetzt? Cricket's Head. Okay, okay, okay. Gut, ist gar nicht mal so schlecht. Oh, vielleicht droppt der eine Emperor-Karte. Oh nein, der wird aber, glaube ich, sterben, Mann. Ich glaube, der wird sterben. Ich glaube, ja, der wird sterben. Aber der andere überlebt. Und weißt du was? Dich reroll ich, weil du mir ein HP-Upgrade gibst. Das weiß ich. Und wir bekommen das Mongo-Baby. Hey! Na, welches Baby wirst du imitieren? Das kann ich auch Regen schlucken. Okay. Das tat ein bisschen weh. Es wäre cool, wenn wir nochmal die rote Aura bekommen. Weil die Fire Rate haben wir ja jetzt. Die Fire Rate haben wir ja jetzt. Kakao wäre halt auch super. Dann kriegen wir direkt plus 1 Damage. So. Und wir kriegen die blaue Aura. Oh, nein, 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 nein. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Ich muss Schaden nehmen. Sehr schön. Was ist das hier? God's Flash. Hey, wie wär's mit Libra? Oh, hey, wir bekommen Speed Up. Na egal, wir machen ja gut Damage. Scheiß drauf.
Soymilk und Kohle ist halt super. Da bin ich froh, dass wir jetzt Kohle bekommen haben. Komm schon, Libra, Libra, Libra. Es ist Contagion Outbreak. Das ist sehr schön. Das heißt, die werden gleich andere infizieren, wenn sie treffen. Und die haben mich getroffen. Die Guillotine. Das ist jetzt nicht so geil. Aber immerhin ein bisschen Damage ab. Na, was haben wir hier? Adrenalin. Panic Power. Was macht das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's wieder vergessen. Egal. So. Ich glaube, Jacob's Ladder ist mit Soymilk tatsächlich ziemlich stark. Firemind. Noch mehr Explosions, die vielleicht passieren werden. Okay. Flup, flup. Sehr gut. Okay. Autschie. Machen wir dich kaputt, es ist wieder eine Sackgasse. Ich freue mich ein bisschen drüber, weil das heißt wiederum, dass wir auch ein paar Kisten jetzt bekommen werden. Mit Items und es macht gerade ziemlich viel Spaß, Items mitzunehmen, bis wir dann auf Isaac's Heart treffen, nicht wahr? Dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß mehr. So. Weiter geht's. Ach, schon wieder wollte ich den am Leben lassen, aber der wird wieder als erstes sterben. Wahrscheinlich nein. Als zweites dann, oder? Jo. Hallo, was haben wir hier? Tag X. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, glaube ich. Ist das gut? Es wirkt gut. Proptosis. Oh, ist das gut? Oh, scheiße, Mann. Okay, regnet es gerade? Ich weiß gar nicht, Mann. Oder brutzelt es in der Küche? Brutzelt Jana gerade was oder regnet es? Klingt alles so identisch. So, okay, mit Proptosis haben wir jetzt natürlich richtig ordentlich krasse Oschis. Und ich brauche gar nicht so lange aufladen, um die zu bekommen. Sehr schön. Interessante Items hier nochmal. Ja. Auf Wiedersehen. Und noch eine Kiste. Ich glaube, ich clear sogar den Raum da unten nochmal. Lead Pencil. Schön. Da schießen wir jetzt alle 15 Schüsse auch Tränen aus unserem Auge. Zählt das? Ah, mit Tag 10 funktioniert es nicht. Okay. Verstehe. Keine Kiste. Natürlich. Wenn ich noch einen Raum machen will, gibt der mir keine Kiste. Naja, wir haben auch noch Damage Boost bekommen. Jetzt müssen wir den halt nur irgendwie treffen. Also besser treffen. Sehr schön. So. Auf Wiedersehen. Das war ein lustiger Run. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, schmelzt weiterhin dahin und ich hoffe, der Run war so cool, dass ihr jetzt abkühlt und besser schlafen könnt. Vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt in meine Gefriertruhe.